Ja, Leute, willkommen zurück zu Kingdom Hearts Perfectly Final Mix. Ich habe wie angekündigt jetzt ein bisschen trainiert auf Level 41. Ich wollte eigentlich in 35, aber das Training war mehr oder weniger gezwungen. Ich habe mir auch ein komplett neues Commander gemacht aus Minentrapez. Um mich herum werden einige Minen aufgestellt, die werden Gegner sich den Herren explodieren. Meteorsalve, einfach nur höherer Sprungangriff. Braucht zwei Slots. Chaos Shock. Das ist ein Sturmangriff, ein recht schneller und weitläufiger, macht allerdings nicht so viel Schaden. Und der kann Gegner in Dunkelheit stürzen, also sprich, dass nämlich nicht angreifen oder fesseln. Dann zweimal Blitzsturz und ein Vikra. Ich habe auch wenn es keine Absicht war, ich habe meinen Abschlusskommandi gut aufgelevelt. Felsenkumpf, das kannten wir bereits. Das wurde dann mit der Zeit zu Felsenkumpf 2. Das wurde dann irgendwann zu Dunkler Stern. Welches dann zu Explosion wurde erstmal und dann zu Dunkler Stern 2. Ich lasse erstmal Dunkler Stern 2 drin, der ist auch ganz gut. Aber wenn ich dann in die Endwelt gehe, nehme ich Explosion rein. Der macht nämlich mega viel Schaden. Und dann habe ich hier noch ein paar der Fertigkeiten. Ich glaube, Charmeur und Lebensspende kennen wir bereits. Geselligkeit und Glückspitz auch. Vitalität, Pyromane, Eiszeit, Gewitter, Heilkunst, Heilkunde, Attacken hast, habe ich jetzt 5-mal. Das erhöht die Nachladezeit meiner physischen Kommandos. Magie hast, habe ich jetzt 4-mal, erhöht die Ladezeit meiner Magiekommandos. Kombomeister, der letzte Schlag an der Kombo wird verstärkt. Abschlussmeister können wir auch schon, Feuerfest, Erhellung, ich habe eine höhere Dunkelresistenz. Notladung habe ich auch. Wenn meine P unter 25% sind, werden meine ganzen Kommandos schnell nachgeladen. Combo Plus und Luftcombo Plus auch. Können wir auch schon. Erfahrungsläufer. Ich bekomme jeden Schritt einen Erfahrungspunkt. Esprit, seltener Schaden, regeneriert Fokus. Ist ganz praktisch. Stickschädel, ich bekomme das richtig geil finde. Das hätte mich nämlich bei Erequest ein paar Mal echt gerettet oder an generell Kämpfe. Wenn ich in einer Angriffsserie das stecke, also Schläge oder mehr, können meine LP nicht auf 0 fallen. Außer hat bloß noch eine LP. Immunität, bei Anwendung Vita kann ich keinen Schaden bevor wir jetzt an die letzte Welt gehen, Schlüsselschwertfriedhof, gehen wir erstmal nochmal in die Mirage Arena. Denn da muss ich etwas machen, dann kann ich die Terror Story vorerst mal als abgeschlossen abhalten. Nämlich den Tag der Abrechnung. Ich brauche nämlich den Eisenwächter, von dem muss ich die zweite Stufe bezwingen. Sollte es eigentlich easy peasy sein. Ach, ich habe auch meinen was soll ich noch Schlüsselschwert heißt. Scheiße. Hier läuft die Mage, also ich mache immer die richtig großen Schaden. So, Blitzschutz habe ich drin. In der Hoffnung, dass ich damit wie heißt das jetzt nochmal? Ich hab vergessen, wie ich. Wie kann ich vielleicht nicht so schnell schalten? Ja, gut. Aber okay, genau. Also, die kann ich nicht ehrlich aktivieren, weil. Dafür muss ich Schlag oder Magie-Kommandos. Ich hab das gerade zu gut. So, Minentrapez seht ihr auch, Minentrapez. Ich glaube, Gegner brauchen wir aktivieren die.
hast du auch einfach geschafft. Ja, das ist. Da hatte das zweite Hobby, ich glaube, das war mein Zeichen konnte. Will ich jetzt eigentlich unter nutzen. Ja, nehme ich jetzt, kommt Eismittel. Und von dem muss ich die zweite Form besiegen. Weil dann bekomme ich dann den dritten Anzündbericht für Terra. So. Was wir uns erst ein paar Mal mit der Strategie war. Einfach nur den Fokus. So, das ist der. Ah, scheiße. Ja, das war's. Ey, das hat sogar Schaden gemacht. Unglaublich. So, jetzt bekomme ich zum Abschluss Medaillen. Ich weiß gerade nicht mehr, ob das eine festgelegte Anzahl ist oder nicht. Ja, ich habe mich nicht einmal geheilt. Oh. Was sind 2 Minuten 15? Genau, ich bekomme fürs Beenden 75 Medaillen. Und nochmal mal 1,5, wenn ich die Herausforderung mache. Du hast Arena-Modus, sagt er schon gespielt, ich bin jetzt Arena Stufe 2. Sehr gut, ich müsste jetzt glaube ich hier dann. Sehr ungeheuer. Ich glaube beim Moki muss ich dann das nächste kaufen können. Nicht da, sondern Risiko-Ticket. Das ganze Reichtümer. Genau, ich brauche die geächteten Wächter. Dafür brauche ich allerdings 12 Medaillen. Und 75. Kein Problem. Mach einfach mal jetzt den Weberfieber. Mach den Meister. Oh. 8 Kommandosteile und Multi-Kommandos, okay. Ja. So schnell kann ich wieder hier besiegen, schafft das mit Sicherheit nicht. Ich versuch's trotzdem, wenn es geht. Mach ich einfach hier einmal. Zweimal. Dreimal. Fünfmal. Sechsmal. Siebenmal. Achtmal. Oh, ich hab nämlich die Küche bekommen. Weil ich auch nicht die Kommandos gemacht habe. Sehr gut. Oh, das war Chaos-Stoß. Ah, er kommt Cap gemacht, sehr gut. Das habe ich nämlich nie gesagt. Dass ich den mal komplett einsetzen kann. Ja, also ich hab's schon noch geschafft, euch meine Zeit. Hier in der Aufnahme. Hey. So, ich hoffe mal, dass ich mit dem, was ich auf die ausgerüstet habe, eine gute Chance habe im Endkampf. Weil zum einen Runde im Endkampf sind die zwei Gegner. Und ich glaube, ich könnte das schon nerviger sein wird. Oh, schon da was kommt, okay. Das ist der. Ja, den haben wir schon. Hm. Ja, ich wollte gerade sagen, muss jetzt eigentlich. Ja, aber ein bisschen mehr Leben als.
damals, dass wir ihn gekämpft haben. Oh, der ist in all meinen Minen reingestellt, wie geil. Ach, der ist schon fast tot. Ach nee, das nicht. Das ist nur sein Spindel. Ja, ich will es zerstören. So, Alter, das ist die Schaden der hat mittlerweile. Ey. Was ist denn mein Angriff mal zu uns? Das ist nicht schlecht von dir. So. Au. So, ich kann jetzt nur abbrechen. Ah. Oh. Oh Gott, denn okay. Also nicht leben. Vor allem der sieht mir jetzt wieder los. Oh komm, ja du. Ja, durch meine Mine ist das die geil. Nein, ich kriege es gegen, sehr gut. Ihr seht schon, mein neues Kommando setzt sich. Rein auf Schaden basiert. Sehr gut, ich habe Ausbildung geschafft. 16 Kommandostil und Multikommandos. Geil. Ich hatte echt Angst, dass ich auch wieder schaffe. So, jetzt mach mal den geächteten Wächter. Oh, das ist sogar das, was ich brauche. Sehr gut. Blocke mindestens 20 mal erfolgreich Angriff. Okay. Schon was ich auch noch gesagt habe, ich habe jetzt als Block schon, als Block. Den FP-Block, das heißt, wenn ich Angriff abhöre, regeneriere ich gleichzeitig FP. Ja, komm. Ja, das ist doch ein Schutz, das ist kein Block. Das hätte ich dabei. Sehr gut. Eins. Das ist jetzt, das ist langweilig. Ich war super laut. Aber ich muss das hier blocken. Halt mich schon an. 9. Muss das jetzt mit 10. 10. Ich mach's dann 12. Ich mach's trotzdem 10. Oh Gott. Ich glaube, du nicht angreifen würdest. Mist. Ey, ich finde das nicht gut. Aber. Ey. Oh Gott. Noch heilen. 12. Ja, 8x8 abwehren, Leute. Dann haben wir es geschafft. 13. Shit. 14. 15. 16. Wow. Nicht falsch, ja. Achtzehn. Lass ihn nicht langlaufen. 19. Und
Komm schon. 20. Passt. Achso, ich mach jetzt aber noch einen Pinfall. Das sieht doch wirklich nicht lustig. Hey. Mach schon. Attacke. Attacke. Ich geh. Das war jetzt. Ah, guck dir mal das Leben an. Ich wollte nicht gezählt haben, das heißt ja nur 20 Angriffe perfekt abgehen. Nicht viel. So. Runde 4. Chaos! Schock! Ich sehe schon, dass ich wirklich ein sehr weitläufiger Angriff. Meine Güte, fast jeder Knet macht ja nicht so viel Schaden. Aber das hier, es hat ja deutlich noch mehr Range. Und das ist für mich das Wichtigste bei dem Angriff. Und Vollzeichen auch einsetzen. Und ich glaube, 8-9 drüber. Das hat mir nicht gefehlt. Ja, so, ich bin sogar in einem. Und Schutzhund, das ist egal. Ja, das ist ja der Kommandosteam, war, den er etwas benutzt haben. Wow. Oh, die haben sie überlebt. Ach, scheiße. Hier haben wir das noch. So. Ist ja noch einer. Oh, jetzt sind wir auch beim Eismetz Nummer 2. Gut. Ja, seht ihr, seine Arme sind frei, dass er eine Keule bekommt. Na, jetzt sind dann 4 Stufen und dann geht es schon noch seine Beine frei. Das ist mein Unternehmen voll. Freund. Alter, dann hab ich doch den Schaden gemacht. Wow. Wow. Freund? Du nervt mich gerade. Wow. Gut, einmal die Tor bitte. So. Das sollte jetzt wieder spielen. Yep, pass auf. Wow. Das war viel Schaden. Gewonnen! 100, achso, okay. Yep, Xehanort bricht Nummer 5. Damit haben wir alle drei Xehanort-Berichte, die wir mit Sarah bekommen können. Das bedeutet, damit können wir mit Sarah jetzt abschließen. Ich mache jetzt noch den Anfang von Schusserschwertfriedhof mit euch. Das sind eben 2 Gebiete. So, erstmal Cutscene. Do for friendship. Keyblade. Ja. Graveyard. Schlüsselschwert. Friedhof. So, für die von euch, die sich fragen, warum der Ort so heißt, das tut uns zwar Xehanort gleich erklären, aber ich kann es euch trotzdem sagen, es
gab einen großen Geschwisterschwertkrieg. Den Krieg zwischen Licht und Dunkelheit. In diesem Krieg sind sehr viele Schlüsselschwertkriege gefallen. Vielleicht sind Schlüsselschwerter hier noch überall rumliegen. Dieser Krieg war um die sogenannte Keyblade. Also nicht das Key aus die Schlüssel, sondern Key. Das als XIC zu erschaffen. Welches das stärkste Schlüsselschwert ist und ich glaube die Kontrolle über alle Herzen und so hatte. Bin mir nicht mehr ganz sicher, wie es war. Das Keyblade konnte das Kingdom Hearts öffnen. Und Meister Xehanort will natürlich als Kingdom Hearts ran. Dem Herzen aller Welten. Und dafür braucht er ein Keyblade. Welches entsteht, wenn die Kingdom Hearts kommt, dann kommen dann Bosskämpfe. Und die sind teilweise echt schwer. Dafür braucht er halt. Eigentlich brauchen wir dafür 7 Träger rein ins Licht. Die 7 Fressen ins Herzen und 13 Träger rein auf Dunkelheit. Die Organisation 13. Zum Beispiel. Das versucht er im Dörfer Krieg anders. Weshalb er nämlich aus Sventus das reine Licht und das reine Dunkelheit getrennt hat. Das reine Licht, Sventus und die reine Dunkelheit. Denn wie das? Oh, Verschwörungswirbel. Wir haben unser letztes Abschlusskommando mit Terror. Welches ich gerade echt nicht verstehe. Okay. Ich kann diese Dinge bewegen. Und dort fallen dann zu Meteorhagel. Das ist ein Stufe 6 Abschlusskommando, das war sein letztes. Das ist cool. Ich bleib aber bei der Explosion. Der Zerstörungswirbel, weil ich das Gefühl kann mir noch übelst nach hinten losgehen. So, wo ich, genau, die Keyblade. Das Keyblade werden wir hier noch sehen. Allerdings erst mit der Bandit Storyline, welches nächstes kommt. Mit der Explosion. Ihr seht, richtig geil. Schaut eigentlich recht geil aus. Das schaut aus wie die Mischung aus dem hellen Königsanhänger von Sora, den dunklen Königsanhänger von Mickey und scheiße euch Viecher über alles. Ultima. Ja. Allerdings ist diese. Allerdings sieht man bei dem schon, dass es unvollständig ist, wo es entsteht. Weil einfach die richtigen Vorstellungen nicht erfüllt waren. Da Xehanort hat einfach zu sehr versucht, zu erzwingen. Weshalb er dann in Kingdom Hearts 1 eben die Organisation, die Team Prinzessin das Licht sucht und im Herzen steht und in Kingdom Hearts 2 die Organisation nutzt dazu. Winter of the Distance zum Beispiel erschafft eine neue Organisation 13. Nimmt er einige Mitglieder als Organisation und auch ein paar neue Mitglieder und in jedem von denen steckt ein Teil seines Selbst. Also sprich, sie sind alle mehr oder weniger Xehanort. Und dann gibt es noch andere Xehanorts, also nicht nur einen Xehanort.
Damit auch sicher erkläre ich noch ganz so weit geht. Das ist auch sehr selten. Also die Story von Kingdom Hearts ist ein bisschen umfangreicher. Wenn man alle Spiele, alles verstehen will. Ja, ich hasse diese Assistenz hier. Was kennt man, wie das ist, das ist ein bisschen der Tod. Weil man den sehr schwer ausweichen kann. Also da müssen wir meinen Weg durch den verfolgen, glaube ich. Okay, gut. Problem beim Meteorfall. Die Schild-Tinies können es abwehren, wenn ich sie von vorne damit treffe. Sie können nämlich alles außer Magie abwehren. Sehr gut. Und ich habe meine Kommandos. Anfangs war der Schädel, wo er im Instand auch wieder will. Bis ich dann gemerkt habe, dass ich unbedingt Muki brauche. Zum Kommandos kaufen. Da bin ich dann. Also wie ich euch schon mal gesagt habe, wo ich es mache. Das ist glaube ich das Ende. Ja. Nämlich bei der Arena des Olymps. Ich kann nämlich in den zwei Gebieten so viele Gegner. Muss irgendwo noch eine Truhe sein. Aber weißt du, was Lenz ist? Meine mit Terra war hier auch eine Truhe. Ja. Und bei Moki konnte ich dann die Kommandos, die ich gebraucht habe, kaufen. Für noch zwei Truhen. Sticker-Sammlung. Sehr gut. Das Königsschädel heißt vollständig. Ach genau, hier kann ich den ganzen Sticker reinklatschen. Mach einfach mal schnell aus Jux. Genau, kriegen wir Punkte für, dann kriegen wir ein Item. Ob ich auch was Bestimmtes machen muss. Ah, okay. Da habe ich jetzt mehr Punkte bekommen. Ich verstehe es nicht. Okay, Feuerwerk. Ich verstehe es hier gerade echt nicht. Egal. Okay, ich habe noch mehr Sticker. Ich habe aber alles schnell rein. Ich glaube, man kann mir noch Punkte bekommen, ich weiß nicht wie. Oder 40 sogar, du Heiliger. Ja gut. Da muss ich mal irgendwie erkundigen, was ich da genau machen kann muss. Jetzt heißt es hier erstmal die ersten zwei Truhen suchen.
dann hatte ich auch das, was ich habe. Und dann beende ich den Part. Und dann sehen wir uns beim großen Bosskampf wieder. Was soll ich denn jetzt tun? Ja, hier ist keiner. Ja, sie wird schon. Die verfolgen mich. Und endlich ausreichend bringt er nichts. Und ich hab ihn halt. Und ihr könnt von unten beobachten. Meine Meteorse, also die wirklich sehr schnell jetzt. Gott, das ist so angenehm einfach. Ich glaube, das wird mir beim Bosskampf so einen Arsch retten. Vor allem in der letzten Runde. Da werdet ihr schon sehen, warum. Denn gerade jetzt die Runde ist richtig schwer. Mühlenfabrik kann man gut nutzen, wenn man direkt vor den Gegner einsetzt. Weil dann explodiert sofort. Oder in der Mitte vom Gegner. Wenn man vom Gegner umgeben ist. ja. Macht gut Schaden, tut auch sehr viel Kommando dann haben. Auch schön. Ach, komm schon. Terra, das ist bloß ein fliegender Gegner. Jetzt sogar noch ein XXL für dich, damit du leichter treffen kannst. XXL-Gegner hier. Die sind nicht nur XXL, die machen auch mehr Schaden. Aber es sind gleich zu treffen. Aber es ist nicht alles im Kampf. Vor allem, weil ein großer Gegner oft gut holen kann. Aber wo ist denn jetzt der Truhe hier noch? Jetzt sind wir einmal den kompletten Felsen hier rum. Ich will jetzt die Truhe finden. Ich bin mir eigentlich sicher, dass dort eine Truhe war. Müsste nämlich eigentlich eine große sein. Oder war die echt nur mit Ventus? Kann natürlich auch sein. Denn, ja. Mal die letzte wächst bei allen gleich. Ach, hier ist die Truhe. Eigentlich kommen alle aus einer anderen Richtung. So. Damit haben wir jetzt auch die Schatzliste vollständig. 122 von 122. Was es damit auf sich hat, muss ich echt noch schauen. Denn ich habe echt keinen Dunst. Achso, hier sind noch mehr. Ja, okay. Grenzsturm habe ich schon. Finde ich aber nicht so bombig, denn der Angriff ist so eine Art letzter Ausweg. Der wird stärker, wenn man wenig Leben hat. Die Karte ist komplett, aber wir finden noch 10 Punkte. Toll. Euch zwei.
was ist noch die Frage mit Chip und Chip? Okay. Ah, perfekt. Rhythmenmeister erhalten. Was das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich mal ein Kommando. Windschneider ist auch gut. Er hat Zeit mit der Angriffe wird. Schalke dann am Rest weg. Im Bosskampf allerdings so lala. Aushält. Dreimal kommt, muss man damit dann X drücken im richtigen Zeitpunkt. Regelt man mit jedem mal X. Schaut bei jedem anders aus. Und deswegen gibt es auch eine Trophäe für jeden, wenn man sich angeschaut hat. Mega Flash, auch mega geil. Ein Feuerball explodiert. Oder Atmosfall. Das sind auch beides richtig starke Angriffe. Allerdings magische Angriffe, welche ich mit Terra nicht nutze. Denn ihr seht schon, Magiewert minus 2. Haben 19 Magie, ist ganz okay, aber naja. So, was ist jetzt dieses Rhythmenmeister? Kommandostil. Achso, es ist ein Kommandostil, okay. Schalte dich frei, wenn du bereits einen Kommandostil hast und Blitz, Minen oder Schlag, solche Feuerschlagkommandos einsetzt. Oh, 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 oh. Alternative zum Feldspalter, geil. So, Leute, dann speichere ich hier jetzt und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder im Kingdom Hearts Birth by Sleep.